Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute wird's mal richtig wild, denn wir werden uns Omas Rehgulasch machen. Das passt perfekt in die Jahreszeit, geht aber auch hervorragend als Weihnachtsessen. Und wenn ihr sehen möchtet, was ihr braucht und wie das geht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Zutaten an. Da starte ich mit unserem Rehgulasch. Das hier habe ich jetzt von Eatventure. Eatventure ist ein deutscher Fleischversender, der auch nur regionale Produkte aus Deutschland hat. Wer Bock hat, da mal reinzuschauen, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr den Link dazu. Und bei dem Fleisch gilt natürlich auch, wer einen ansässigen Jäger hat, der einem Rehgulasch besorgen kann, dann könnt ihr das natürlich auch da besorgen. Ich habe das zum Beispiel nicht, deswegen habe ich die Online-Variante gewählt. Dann brauchen wir einiges an Wurzelgemüse. Das hier ist jetzt bestehend aus Zwiebeln, Lauch, Möhren und Knollensellerie. Das braucht da alles nur grob würfeln. Ich habe dazu hier meine Küchenhilfsmaschine verwendet. Und außerdem brauchen wir Tomatenmark und Wildpreiselbeeren. An Gewürzen habe ich hier einmal eine Zimtstange, dann ist hier noch drin Nelken, Wacholderbeeren und Pfefferkörner. Wir brauchen Lorbeerblätter und frischen Knoblauch. Ganz klar natürlich auch Salz und Pfeffer. Die flüssigen Komponenten bestehen aus einem Wildfond und hier habe ich einmal Traubensaft. Alternativ zum Traubensaft könnt ihr natürlich auch einen Rotwein nehmen, der hervorragend zu Wild passt. Aber ich meine, der Traubensaft passt hier besser. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, wie ihr es macht. Ihr könnt es so machen, aber auch mit Rotwein. Und zum Schluss habe ich hier noch so einen Teebeutel für die Gewürze. Wer so ein Gewürzei hat, kann natürlich auch das nehmen. Das waren die Zutaten. Wie alles geschnippelt sein sollte, habt ihr gesehen. Deswegen haben wir heute auch nicht mehr so viel vorzubereiten. Nur hier unser Fleisch. Denn teilweise ist bei den Gulaschstücken hier noch so eine Silberhaut drauf. Die möchte ich persönlich jetzt nicht mitkochen, weil ich möchte nachher auch nicht drauf rumkauen. Die sollte man sich dann nach Möglichkeit vorher so ganz vorsichtig hier wegschneiden. Dass wir wirklich nur die Haut erwischen und nicht so viel Fleisch wegschneiden. So, und wenn die dann ab ist, kann die weg und wir haben hier unser perfektes Gulaschfleisch. Das mache ich jetzt mit dem Rest. Somit wäre das Fleisch dann fertig pariert und wir können starten. Das Equipment sieht heute wie folgt aus. Ich nutze hier meinen DO9S von Barbecue Toro. Ist ein ganz normaler 9er Dutch Oven, der reicht hierfür vollkommen aus. Als Hitzequelle habe ich dann hier den Barbecue Toro Gastisch stehen, denn es ist was passiert, was einem guten Griller eigentlich nicht passieren sollte. Denn mir sind die Kohlen ausgegangen. Ich dachte eigentlich immer nur, das passiert mit Gas, aber diesmal hat es mich getroffen mit Kohlen. Wollt ihr dennoch Kohlen nehmen, weil ich nehme ja heute Gas, dann müsst ihr euch so gut 20 Stück durchglühen. Starten wir mal damit, dass wir unseren Topf erstmal heiß werden lassen. Wenn er dann so ein bisschen Temperatur hat, geben wir hier so ein Schlückchen Öl rein. Und auch das lassen wir erstmal heiß werden. Und wenn das Öl dann Temperatur hat, braten wir unser Fleisch portionsweise an. Wenn das Fleisch dann den gewünschten Bräunungsgrad hat, nehmen wir das erstmal wieder raus und braten natürlich den Rest an. Jetzt, wo das Fleisch fertig angebraten ist, kann dann das Wurzelgemüse in den Topf. Und auch das braten wir erstmal richtig schön an. Auch das Gemüse hat genug Farbe abbekommen. Jetzt kann das Tomatenmark dazu. Das rühren wir einfach nur unter und rösten das dann nochmal mit dem Gemüse ein bisschen an. Und wenn das gute 5 Minuten mitgebraten hat, reicht das. Jetzt können wir anfangen mit unserem Traubensaft. Da werden wir immer so ein Schlückchen reingießen. Werden den unterrühren und lassen den schön reduzieren. Und das Ganze machen wir jetzt so gute 5 bis 6 Mal.
Das wäre dann Nummer 6, das letzte Mal. Und wenn das dann so ausschaut, kann der Wildfang dazu. Auch den rühren wir schön ein. Und jetzt warten wir, bis das Ganze anfängt aufzukochen. Und jetzt, wo es köchelt, kann dann das Fleisch samt Saft wieder dazu. Das rühren wir unter. Dann kann noch die Zimtstange dazu. Jetzt werde ich dann die Hitze auf minimal reduzieren. Mache den Deckel drauf. Und das lassen wir dann jetzt so gute 90 Minuten vor sich hinschmoren. Bei geringer Hitze, wie eben gesagt. Wenn ihr jetzt Kohlen genommen habt, denke ich mal, so 8 bis 10 reichen unterm Topf vollkommen aus. Wer möchte, kann natürlich auch oben noch welche draufpacken. Da müsst ihr dann so ein bisschen experimentieren. Aber die 90 Minuten geben wir dem jetzt erstmal. Wichtig dabei ist auch noch zwischendurch mal reinschauen, dass wir genug Flüssigkeit haben. Sollte was fehlen, könnt ihr das gerne mit Wasser aufgießen oder noch ein bisschen Fond nehmen. Mittlerweile sind unsere 90 Minuten fast rum. Wir schauen mal rein. Ihr seht, das brodelt hervorragend. Oh, und der Duft, der hier rauskommt, oh, herrlich. So, dann rühren wir das Ganze mal um. Und ihr seht, Flüssigkeit ist genug. Jetzt können wir aber schon mal anfangen, hier unseren Teebeutel rauszunehmen. Denn den brauchen wir nicht mehr. Dann die Zimtstange. Die kann auch raus. So, auch die ist draußen. Jetzt rühren wir das Ganze noch einmal schön auf. Dann werden wir die Soße abschmecken. Dazu nehmen wir uns hier einen Löffel. Oh ja. Herrlich. Dennoch, ein bisschen Salz und Pfeffer kannst du noch vertragen. Das rühren wir dann erstmal unter. So. Kosten wir nochmal. Ja, so passt das hervorragend. Jetzt werden wir noch unsere Preiselbeeren einrühren, weil die geben dem Ganzen nochmal so den letzten Kick. Und wenn wir die dann jetzt untergerührt haben, machen wir einen Deckel drauf, geben dem Ganzen noch mal 10 Minuten und dann können wir auch schon probieren. Dann ist es vollbracht, unser Rehgulasch ist fertig. So schaut's aus. Da fangen wir hier an mit unserem Gemüse. Das ist eigentlich richtig totgekocht. Wer möchte, kann das Ganze auch passieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich finde so ein paar Gemüsestücke in der Soße richtig gut. Allerdings kann man es wirklich so durchpassieren. Dann habt ihr das halt raus. Im nächsten haben wir hier unser Fleisch, wie man sehen kann. Das kann man so zerdrücken hier. Es ist butterzart. Ja, einfach nur mega. Mittlerweile wahrscheinlich auch fast kalt. Damit ich mir eine Gabel auffüllen und wir werden probieren. Guten Appetit. Oh. Also wer Reh nicht kennt, kann ich von vornherein sagen, probiert es einfach mal aus. Ist geschmacklich richtig, richtig gut. Wir haben einen Wildgeschmack, aber nicht so intensiv, wie es manchmal bei so einem Wildschwein ist oder so, sondern richtig schön ausgewogen. Wir haben hier ein schönes, zartes Fleisch. Geschmacklich mega. Dann kommen wir zur Soße. Die ist mittlerweile ja durch das lange Kochen schön sämig geworden. Das Gemüse da drin macht sich gut. Aber was ich am geilsten finde, diese weihnachtliche Note, die wir haben. Wir haben eine schöne Zimtnote. Dann von unseren anderen weihnachtlichen Gewürzen wie die Nelken und alles. Das passt hervorragend. Also das Zusammenspiel und zum Schluss dann noch diese leichte Süße von unseren Preiselbeeren. Oh, ist einfach nur hammermäßig geil. Wer noch nie Rehgulasch gegessen hat, dem kann ich wirklich nur sagen, macht das nach. Ihr werdet echt staunen, wie gut Wild schmecken kann. Dann als Beilage wird es bei uns jetzt ein paar Spätzle geben plus Rosenkohl.
Da seid ihr natürlich auch offen, was ihr macht. Ihr könnt Kartoffeln dazu machen. Anderes Gemüse als Rosenkohl, weil nicht jeder Mensch isst Rosenkohl. Ob es jetzt ein Blumenkohl, Brokkoli oder was auch immer ist. Es geht auch einfach nur in Salat. Da müsst ihr dann gucken. Das, was euch am besten schmeckt, macht ihr dazu. Passt eigentlich fast alles. So, ich werde jetzt erstmal essen gehen. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Und wie ja eben schon gesagt, das Ganze ist richtig, richtig lecker. Sehr zu empfehlen. Und das passt wirklich hervorragend zu Weihnachten. Sprich, wenn der ein oder andere noch keine Idee hatte, was kann ich an Weihnachten machen, das hier ist die perfekte Lösung dazu. Dann zum Fleisch. Wenn ihr wie ich das Problem habt, dass ihr hier ansässig keinen kennt, der euch sowas besorgen kann, den Link vom Fleisch, den packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich kann nur sagen, es war richtig, richtig gut, hat sich gelohnt. Von daher könnt ihr gerne mal da vorbeischauen. So, dann will ich euch auch nicht länger nerven. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir einen Daumen hoch, da natürlich einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das klickt da an, dann auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bei Instagram und Facebook bin ich auch unterwegs. Wer Lust hat, mir da zu folgen, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr die Links zu beiden Kanälen. Frohe Weihnachten sage ich jetzt noch nicht, denn vor Weihnachten kommt noch ein Video. Also wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.